Und man muss sich einfach mal verdeutlichen, das ist hier ein Land, wo die Regierung ja eigentlich ziemlich totalitär ist. Also wie gesagt, die waren im Krieg, die haben ihre eigenen Leute bebombt, haben sogar per Zwang da viele junge Männer eingezogen zum Wehrdienst. In so einem Land gibt es aber trotzdem im Gegensatz zu Deutschland einen Bitcoin-Automat. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich bin hier in Odessa und habe mir gedacht, ich mache mal wieder einen Vlog. Und zwar hier ist eine nette Einkaufsstraße, hier sind nette Läden, Adidas ist hinter mir. Hier sind halt so ein bisschen Hochglanzläden, okay, hinter mir jetzt die Mülltonnen. Ansonsten, das ist hier relativ zentral gelegen, so ich würde sagen wie in Hamburg, so die Mönckebergstraße oder vielleicht fast wieder Neue Wall. Und was ich euch zeigen möchte, da gehen wir mal hier in das Einkaufszentrum rein. So, und zwar, ich möchte euch hier den Bitcoin-Automaten zeigen. Hier im Einkaufszentrum steht direkt im Eingangsbereich ein Bitcoin-Automat. Hier kann man, wie bei dem auch schon in Mexiko, kann man dann die Sprache einstellen. So, Change Language, Englisch. Und hier kann man einfach, jetzt hängt er ein bisschen, kann man I want Bitcoin or I want Cash. Also man kann Bitcoin kaufen oder verkaufen. Und so. Ich muss sagen, ja, wir schauen uns hier mal das Einkaufszentrum an. Ist ein ganz nettes Einkaufszentrum. Nette Läden, ein bisschen hochpreisiger. Und mein erster Bitcoin-Automat war ja in Mexiko und danach hatte ich ein paar in Austin, Dallas und Houston gesehen. Und dann war es meistens immer die Automaten, die ich da gesehen habe, die waren immer so an Positionen, die ein bisschen weiter außerhalb aus der Stadt waren oder halt in irgendwelchen Restaurants oder Bars. Da war es halt immer in dunklen Ecken. Also es war nicht so wie hier, dass es zentral in der Stadt war, in einem Einkaufszentrum, wie viele Menschen dran vorbeikommen. Und hier sind die Gebühren, ich habe das gerade mal gescheckt, das sind so ca. 5% über dem Preis, was man bei Kraken bezahlt. Und leider hier die Damen, die hier arbeiten, da habe ich mal versucht in Erfahrung zu bringen, wie der denn genutzt wird. Leider ist mein Russisch zu schlecht und deren Englisch zu schlecht, aber ich habe hier gestern und heute mal so jeweils so 20 Minuten gesessen. Es sind viele Leute dran vorbeigelaufen, ein paar sind stehen geblieben, haben sich das angeschaut. Vielleicht kaufen die lieber auf irgendeiner Börse, da weiß ich auch gar nicht, ob das hier in der Ukraine irgendwie überhaupt möglich ist. Auf jeden Fall, ich denke mal, wenn man hier einen Automaten ausstellen darf, dann darf man auch sicherlich eine Börse im Internet betreiben, wo man zu günstigen Gebühren Bitcoin kaufen kann. Ja, also warum zeige ich euch jetzt den Bitcoin-Automaten? Also in Deutschland gibt es ja keine Bitcoin-Automaten, wenn man sich auf der Karte das anschaut. Da ist Deutschland eigentlich ein leerer Fleck, ein weißer Fleck, wo es einfach keine Automaten gibt. Da ist es ja in Deutschland ist es von der BaFin verboten. Ich glaube, da gibt es irgendwo in Bonn gibt es irgendwie so einen Bitcoin-Club. Da muss man den Club beitreten und dann kann man den Automaten benutzen. Aber sonst ist es in Deutschland nicht möglich, einen Bitcoin-Automaten zu betreiben. Und insofern, also Ukraine, wer sich so ein bisschen mit Außenpolitik beschäftigt, der weiß, dass es hier seit 2014, da war ja Putin mit der Krim-Annexion und so, das war alles groß in den Medien. Da hat immer in der Ostukraine Bürgerkrieg geherrscht. Das ist jetzt so ein bisschen, da herrscht jetzt Waffenstille, aber soweit ich gehört habe, so wie ich gelesen habe, ist es da jetzt gerade kurz davor zu eskalieren. Und man muss sich einfach mal verdeutlichen, das ist hier ein Land, wo die Regierung eigentlich ziemlich totalitär ist. Also wie gesagt, die waren im Krieg, die haben ihre eigenen Leute bebombt, haben sogar per Zwang da viele junge Männer eingezogen zum Wehrdienst und haben sie gezwungen, da in der Ostukraine für ihr Vaterland zu kämpfen. Da gab es im Internet auch viele Videos, wo einfach das Militär zu den Familien nach Hause gekommen ist und die Männer mehr oder weniger verschleppt hat und zu Dienst an die Waffe gezwungen hat.
Und ja, in so einem Land gibt es aber trotzdem im Gegensatz zu Deutschland einen Bitcoin-Automaten. Insofern, da ist Deutschland sogar noch weniger freiheitlich als hier die Ukraine. Ansonsten auch hier ist es heute Sonntag und obwohl Sonntag ist, haben wir die Geschäfte offen. Die Geschäfte haben offen, so wie ich gesehen habe, haben auch einige Supermärkte hier 24/7 offen, also rund um die Uhr. Das ist ja in Deutschland auch nicht möglich. Da darf man ja nur ja, bis zu bestimmten Zeiten. Ich glaube, Supermärkte dürfen nur bis 23 Uhr offen haben, am Sonntag nur mit Ausnahmegenehmigung. In Hamburg sind das ganz, ganz wenige. Da gibt es nur einen Edeka am Hauptbahnhof. Also auch was die Öffnungszeiten angeht, ist die Ukraine freiheitlicher als Deutschland. Ja, ansonsten kann ich sagen, Odessa ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Liegt schön am Schwarzen Meer und ja, schöne viele alte Gebäude, ist gutes Wetter, muss ich sagen. Also okay, im Boot drum war es schön 35 Grad, hier ist es tagsüber so 23 bis 25 Grad. Man kann hier schön ja, im T-Shirt, im Flipflops rumlaufen. Ich glaube, ich habe heute auch ein bisschen Sonnenbrand eingefangen. Und ja, für mich geht jetzt morgen der Bus nach Kiew, wo ich ein paar Tage bleiben werde. Ich bin gespannt, wie dann das Land aus dem Bus raus aussieht. Also ja, die Städte sind immer das eine und ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wie sonst der Rest vom Land aussieht. Und ja, ich zeige euch einfach hier nach auf einmal ein paar Bilder, die ich in Odessa gemacht habe. Und ansonsten ja, in den nächsten Tagen werde ich auch die Interviews von der Freedom Property Society hochladen. Seid gespannt, da habe ich einige spannende Interviews gemacht. Und natürlich, mich interessiert auch, wenn ihr selbst mal hier gewesen seid in der Ukraine, schreibt mir gerne, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr das Land auch als eher freiheitlich kennengelernt habt oder mehr freiheitlich als Deutschland. Und ja, ich würde sagen, da lasst mir auch gerne, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, da lasst mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Я твой самый удачный эксперимент, ты имеешь меня как свой лучший патент. Да я горькая, но я панацея. Тебе во спасение. Я нужна тебе как есть, без изменения. Ты ослабни запястье, просто дай мне вздохнуть. Я мужчина, с тобой нужно все повернуть. Наполеоном я сжигаю всю тебя, мое творение. Получаешь каждый раз от этого лишь наслаждение. Я эволюция, или я твоя, или кто еще? Это любовь моя, и она меня, как и я ее. Я эволюция, или я твоя, или кто еще? Тебе хватило побед, чтобы не лезть на рожон. И восседаешь ты по-царски у ног стальные звери. Ты можешь часто закрывать вокруг себя стальные двери. Твои ноги пропахли солдатской кирзой. Ты так любишь подумать ни одной головой. Я помогу тебе себя защитить. Мое вдохновение я предлагаю в помощи на удачу свое умение. Или я твоя, или кто еще? Это
Революция, и я твоя, и никто не счет.